Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Livestream zum MME-Kurs in dieser Woche. Nachdem wir letzte Woche ja leider keinen gemeinsamen Stream hatten, machen wir heute ganz normal im Programm erstmal weiter und beschäftigen uns mit einem neuen Ort, wo wir mit JavaScript entwickeln können, nämlich mit Node.js und versuchen so ein bisschen uns zusätzlich zu dem Browser, in dem wir jetzt immer clientseitige Anwendungen entwickelt haben, auch die serverseitige Richtung mal anzuschauen und so ein bisschen schon mal die Projekte vorzubereiten, die dann auch bald beginnen werden und in denen Sie wahrscheinlich, je nachdem, was Sie für eine Idee umsetzen werden, auch so ein bisschen serverseitige Anwendungen bzw. serverseitige Komponenten implementieren möchten. Deshalb heute die ersten Schritte mit Node.js in Richtung Entwicklung serverseitiger, einfacher serverseitiger Webanwendungen. Wenn Sie wollen, können Sie kurz Hallo sagen im Chat, dann weiß ich, dass Sie da sind. Und das können Sie entweder in dem Twitch-Chat machen, den habe ich im Auge, oder Sie können auch in den Rocket-Chat reinschreiben. Bevor wir anfangen, vielleicht ein kleines bisschen was Organisatorisches, während Sie so langsam eintrudeln und im Chat Hallo sagen. Erster Punkt nochmal zu diesen Projekten. Da beginnen wir in der nächsten Woche so langsam mit der Ausarbeitung. Das Ganze wird so ablaufen, dass Sie Anfang der Woche Informationen zum Ablauf der Projekte mitbekommen, auch zu den Themenvorschlägen, die wir für Sie ausgearbeitet haben, und sich dann im Laufe der Woche in Gruppen und zu Themen zusammenfinden können. Das heißt, wir versuchen in der nächsten Woche so die Gruppen- und Themenfindung abzuschließen, und in dem Livestream werde ich Ihnen dann ein bisschen was dazu erzählen, wie Sie vielleicht organisatorisch tatsächlich an diese Aufgabe und an dieses Projekt herangehen sollen. Und dann in den verbleibenden Wochen in der Vorlesungszeit werden wir immer uns einen kleinen Meilenstein für die Projektvorbereitung setzen, also zum Beispiel die Ausarbeitung von einem Software-Design, die vorherige Ausarbeitung von Anforderungen, und wir wären dann gerne am Ende von der Vorlesungszeit schon so weit, dass Sie eigentlich nahtlos in die Implementierung Ihrer Projekte einsteigen können. Zweiter organisatorischer Punkt. Ich informiere Sie ganz, ganz herzlich und gerne darüber, dass nächsten Dienstag die Games Night der Fachschaft stattfindet. Also es betrifft jetzt wahrscheinlich vor allem die Studierenden aus Regensburg. Sie haben es jetzt gerade vielleicht in dem kleinen Teaser-Trailer am Anfang schon gesehen. Am 30.06. gibt es so eine Remote Games Night mit verschiedenen Spielen, zu denen alle Studierenden herzlich eingeladen sind. Es wird auch ein Counter-Strike-Turnier geben, und falls es irgendwie für Sie Anreiz ist, sich noch anzumelden, ich habe mir sagen lassen, dass es auch ein Team aus Dozenten der Medieninformatik geben wird, das wahrscheinlich nicht sehr gut ist, aber wenn Sie da schon immer mal gegen irgendwie Ihre Professoren antreten wollten oder gegen Ihre Dozenten, dann haben Sie am Dienstag dazu die Gelegenheit. Können sich jetzt auch noch anmelden, alle Informationen dazu im GRIPS-Forum in dem Beitrag der Fachschaft. Dann überlege ich mal kurz, ob es sonst noch irgendwie was Organisatorisches zu besprechen gibt. Vielleicht ganz kurz der Hinweis zu den Übungsaufgaben. Die Ergebnisse von der vierten Übungsaufgabe finden Sie mittlerweile im GRIPS-Kurs. Die haben wir gestern noch eingetragen. Die Reviews für diejenigen von Ihnen, die teilgenommen haben an der Übungsaufgabe, werden wir im Laufe der Woche zuweisen, und dann können Sie sich damit wieder beschäftigen. Und die letzte Übungsaufgabe werden wir Ende der Woche veröffentlichen. Da gilt auch wieder, auch wenn Sie jetzt schon die Projektzulassung erreicht haben, zwei von drei von fünf Aufgaben bestanden haben, würden wir Sie ermutigen und ermuntern, auch die letzte Aufgabe zu bearbeiten, damit Sie dann wirklich auch perfekt für die Projekte vorbereitet sind. So viel zum Organisatorischen. Wechseln wir zumindest schon mal inhaltlich zu dem eigentlichen Thema. Ich möchte mir heute mit Ihnen Node.js anschauen. Und Node.js ist für uns eine alternative JavaScript-Umgebung, eine alternative Laufzeitumgebung, in der wir Anwendungen mit der Programmiersprache Node.js schreiben können.
Was haben wir bis jetzt immer gemacht? Wir haben unsere Webanwendung gebaut aus HTML, CSS und JavaScript und der Browser hat unseren JavaScript ausgeführt. Wenn Sie sich ganz weit zurückerinnern an so die Anfänge vom Semester, so weit ist es gar nicht, und sich vielleicht an diesen Lesetext erinnern, den ich Ihnen zusammengeschrieben habe, wie das denn eigentlich so alles funktioniert im Browser, dann erinnern Sie sich vielleicht, dass es im Browser so eine JavaScript-Laufzeitumgebung gibt, eine Laufzeitumgebung, also eine Runtime und eine Engine. Und in diesem Kontext wird Ihr JavaScript-Code ausgeführt vom Browser. Der Browser gibt dann auch so ein bisschen was dazu, diese ganzen Web-APIs, zum Beispiel den Zugriff auf den DOM oder sowas in Form von entsprechenden Bibliotheken oder APIs, die wir nutzen können. Es gibt auch andere Orte, wo Sie JavaScript verwenden können, zum Beispiel auf dem Desktop, wenn Sie eine andere Laufzeitumgebung verwenden als den Browser. Und die Laufzeitumgebung, die wir uns anschauen werden, ist Node.js. Es ist quasi der JavaScript-Kern aus einem Browser, spezifisch aus dem Chrome-Browser, rausgenommen, so aufbereitet, dass wir den verwenden können, um lokal JavaScript-Code auszuführen, ohne diesen Browser-Kontext, und angereichert, um ganz andere Bibliotheken und APIs, die jetzt eben nichts mehr mit der Funktionalität im Browser zu tun haben, sondern die ganz spezifisch für die Entwicklung von eben Anwendungen auf dem Desktop bzw. auf dem Server ausgerichtet sind. Das schauen wir uns heute an, also so einen anderen Ort, wo wir mit JavaScript implementieren können. Und das machen wir deshalb, weil, wenn Sie so ein bisschen drüber nachdenken, was man denn für interessante Anwendungsideen jetzt umsetzen könnte für den Browser, wir relativ schnell immer zu dem Punkt kommen, wo wir mit einer rein client-basierten Anwendung nicht weiterkommen. Also so eine serverseitige Komponente ist für viele, viele Anwendungsfälle zwingend Voraussetzung, um Daten zu persistieren, um die Kommunikation zwischen Clients aufrechtzuerhalten, um vielleicht irgendwie tatsächlich auch Daten selber in Form von einer Datenbank oder sowas an die Anwendung anzubinden. Also ohne Serverkomponente verschließen wir uns ganz, ganz viele nette und interessante Ideen, die wir umsetzen können. Node.js ist für uns eine von vielen Möglichkeiten, in diesem ganzen Web-Kontext serverseitige Komponenten zu implementieren. Warum wir uns das hier in diesem Kurs besonders anschauen und jetzt nicht irgendwie PHP oder Java Spring oder uns Ähnliches anschauen, liegt einfach daran, weil Sie jetzt schon ein paar Wochen Erfahrung mit JavaScript haben und Node.js Ihnen erlaubt, diese Erfahrung mit der Programmiersprache jetzt auch auf die serverseitige Implementierung zu übertragen. Das heißt, mit dem, was wir uns jetzt in dieser Woche anschauen, was Sie dann selber auch ausprobieren, haben Sie schon mal so eine Vorstellung davon, wie Sie das dann vielleicht für die Projekte auch tatsächlich umsetzen können oder verwenden können. Was ich jetzt vorhabe mit Ihnen, ist einmal so ein kleiner Crashkurs. Was ist eigentlich Node.js und wie kriege ich das auf meinen Rechner? Die meisten von Ihnen werden das schon installiert haben, weil wir das so indirekt schon verwendet haben für einige Sachen. Und wie kann ich irgendwie so ein einfaches Hello World Programm in Node.js schreiben? Und dann möchte ich anfangen mit Ihnen so ein kleines Praxisbeispiel zu implementieren. Wir werden die serverseitige Komponente für einen Texteditor schreiben, der im Browser funktioniert und der dann die Aufgabe hat, Dokumente, die clientseitig erstellt werden, abzuspeichern und zu persistieren und dann von einem beliebigen anderen Rechner wieder den Aufruf von diesen Dokumenten erlaubt. Also erstmal so ein sehr wenig an konkretes Anwendungsbeispiel angedockte Durchgang über eben die Funktion von Node.js und dann aber auch zum Ende hin ein sehr konkretes Beispiel. Fangen wir vielleicht einfach damit an, dass wir uns ganz kurz mal anschauen, wie Sie dieses Node.js auf Ihren Rechner bekommen. Und dazu wechsle ich mal ganz kurz auf meinen Desktop. Dann okay,
Okay, ich hatte hier gerade ein paar Netzwerkprobleme. Können Sie mir mal ganz kurz im Chat schreiben, ob Sie mich hören und ob Sie das Bild sehen? Also es müsste eigentlich wieder funktionieren. Passt perfekt. Ich hoffe mal, dass wir jetzt internetverbindungsmäßig durchhalten. Beim Nachbarn stand irgendwie ein Vodafone-Auto vor der Tür. Das ist kein gutes Zeichen, wenn irgendwie in der Straße was an der Internetleitung gemacht wird. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, wie Sie Node.js bekommen. Node.js, wie gesagt, ist so eine Laufzeitumgebung für das Ausführen von JavaScript-Programmen auf Ihrem Rechner. Sie gehen auf diese Webseite node.js.org, laden sich den Installer für Ihr jeweiliges Betriebssystem runter, installieren das dann und das war's dann auch. Und zumindestens, wenn Sie den Kurs hier an der Uni Regensburg besuchen, dann haben Sie das auch schon gemacht. Wir haben an verschiedenen Stellen schon Node.js verwendet, nicht um selber Programme zu schreiben, sondern um Programme auszuführen, die in Node.js oder für Node.js geschrieben worden sind. Ganz konkretes Beispiel. Immer wenn Sie in Ihrem Terminal dieses npm start eingegeben haben, um diesen lokalen Webserver zu starten, den wir mit jeder Übungsaufgabe und mit jeder Demo ausliefern, dann haben Sie indirekt Node.js gestartet und Node.js hat diesen Webserver gestartet, der dieses Projektverzeichnis ausgeführt. Also dieser Webserver ist in Node.js geschrieben. Genauso, wenn Sie irgendwo in Ihrem Editor, in Ihrer IDE dieses ESLint verwenden, um auf Fehler oder Warnungen hingewiesen zu werden, problematische Stellen in Ihrem Code zu identifizieren, dann haben Sie oder hat Ihr Editor im Hintergrund über Node.js diesen Linter gestartet, der sich den Code anschaut und Ihnen dann Rückmeldung gibt. Also Node.js sollte wahrscheinlich schon bei Ihnen installiert sein und Sie werden das wahrscheinlich auch schon verwendet haben, um Programme zu installieren und Programme auszuführen. Was wir jetzt heute machen ist, wir schreiben selber die Programme, die wir mit Node.js ausführen. Das Erste, was wir dafür brauchen, ist irgendwie eine Möglichkeit, diese Laufzeitumgebung zu starten. Und das Einfachste dafür ist, dass Sie mal in Ihr Startmenü schauen. Unter Windows jetzt zum Beispiel und Node eingeben und dann sehen Sie dieses Node.js Command Prompt wahrscheinlich bei Ihnen auftauchen. Und wenn Sie das starten, dann kriegen Sie eine Kommandozeile angezeigt. Kann man die größer machen? Nee, nicht wirklich. Das auch gar nicht so wichtig. Und Sie können hier drin jetzt diese Node-Laufzeitumgebung verwenden, indem Sie den Befehl Node eingeben und dann zum Beispiel eine Datei als Parameter übergeben, in der tatsächlich dann irgendwelcher JavaScript-Code drin ist. Wir können das mal ausprobieren mit so einem ganz, ganz einfachen Hello World-Beispiel, bevor wir dann uns mit einem richtigen Editor und einer richtigen Kommandozeile ein bisschen professionalisieren. Aber probieren wir das einfach mal aus, ob das funktioniert. Ich erstelle eine neue Datei, die nenne ich helloworld.js und da gebe ich jetzt einfach irgendwelchen Quellcode ein. Falls Sie das jetzt noch nicht sehen, wenn es zu klein ist, ich sage kurz, was ich eingebe. Ich schreibe jetzt JavaScript-Code in diese Datei rein. Also zum Beispiel console.log hello world. Speichere das Ganze und schließe das und habe jetzt in dieser Datei helloworld.js eine Zeile JavaScript-Code. Wenn Sie das im Browser irgendwie hinkriegen würden, dass diese Datei ausgeführt wird, dann würde dieser String hello world in Ihrem Browser in der Debug-Konsole auftauchen. Also wenn wir die jetzt irgendwie verlinken würden, diese Datei in der HTML, in einem HTML-Dokument, das Dokument öffnen, wüssten Sie alle, was passiert. Was wir jetzt machen ist, wir binden diese Datei nicht in den Browser ein, sondern wir führen die direkt auf unserem Rechner aus. Das heißt, ich rufe Node auf, diese Laufzeitumgebung, gebe als Parameter die Datei an, die wir gerade eben erstellt haben und Sie sehen dann hoffentlich, dass Sie auf der Konsole Hello World ausgegeben bekommen. Also dieser Befehl, den wir da eingegeben haben, der hat tatsächlich funktioniert. Das ist jetzt wenig verwunderlich. Sie kennen den JavaScript-Code, der dahinter steht. Wichtig ist nur,
dass wir das Ganze jetzt nicht mehr in einem Browser ausführen, sondern dass wir diesen Code direkt auf unserem Rechner über die Laufzeitumgebung Node.js starten. Sie werden gleich sehen, dass dieser Wechsel in ein anderes Medium oder auf eine andere Plattform, also raus aus dem Browser, rein irgendwie in die Desktop-Umgebung, noch ein paar andere Änderungen mit sich bringt. Wir haben das nur noch mal so zur Erinnerung, im Browser ganz, ganz viele Funktionalität, die wir über JavaScript nutzen können, die nicht in die Programmiersprache JavaScript selber eingebaut ist. Also immer wenn Sie irgendwie auf das DOM zugreifen, also ein Element raussuchen, wenn Sie vielleicht irgendwie über Fetch einen Ajax-Request starten, dann machen Sie das mit einer JavaScript-API, die nicht Teil der Programmiersprache JavaScript ist. Die kommt vom Browser. Es gibt entsprechendes Konsortium, was so ein bisschen standardisiert, was Browser an Funktionalität darlegen oder bereitstellen sollen oder können. Und die Browser implementieren dann diese entsprechenden APIs und darüber bekommen Sie als JavaScript-Entwickler oder Entwicklerin dann eben diesen entsprechenden Zugriff auf diese APIs, können sich irgendwie im DOM zurechtfinden, Elemente hinzufügen, Elemente löschen. In Node.js erstmal gibt es diese Umgebung nicht. Es gibt ja keinen Browser. Ich führe das hier direkt auf meinem Rechner aus. Sie haben gerade die Kommandozeile gesehen. Die Datei liegt auf meiner Festplatte. Node.js habe ich installiert. Ich starte das Ganze und ich bewege mich nicht mehr in einem Browser. Das heißt, Sie müssen nicht erwarten, dass Sie in Node.js die entsprechenden APIs haben, um jetzt irgendwie auf einen DOM oder sowas zuzugreifen, weil das gibt es ja nicht. Im Gegenzug dazu stellt Node.js Ihnen eine ganze Menge an Funktionalität bereit, die Sie dann eher nutzen können, um eben Anwendungen zu implementieren, die jetzt außerhalb des Browsers direkt auf dem Rechner passieren. Was wir zum Beispiel machen können, was wir in einer Browser-Umgebung nicht machen können, ist, auf das Dateisystem zuzugreifen. Also das so als kleiner Ausblick. Sie können mit Node.js eigentlich all das machen, was Sie auch mit einem in Anführungsstrichen normalen Programm auf Ihrem Desktop ausführen können. Das heißt, irgendwie Dateien einlesen, Dateien erstellen, auf theoretisch Hardware zugreifen. Das ist ein bisschen vielleicht nicht direkt möglich, aber auch das ginge. Sie können Ein- und Ausgaben vom Benutzer, von der Benutzerin über die Kommandozeile einlesen, Parameter beim Programmaufruf bestimmen. Also das, was man so klassisch irgendwie kennt, wenn man kleinere Anwendungen, vielleicht mit Java oder mit C++ oder C Sharp, auf den Desktop. Wechseln wir mal in vielleicht eine etwas vertrautere Arbeitsumgebung. Ich zeige Ihnen wieder meinen Desktop und Sie sehen Visual Studio Code. Ich habe einen leeren Projektordner erstellt und werde jetzt anfangen, so ein bisschen JavaScript bzw. Node.js Code zu entwickeln. Rekonstruieren wir vielleicht zuerst mal ganz kurz das Beispiel, was wir gerade hatten. Ich erstelle eine neue Datei, nenne die App.js. In diese Datei rein schreibe ich meinen JavaScript-Code. Kann es ja gleich mal ein bisschen richtiger machen. Ich initialisiere in einer Funktion meine Anwendung, schreibe eine Konsolenaufgabe hinein in init, ein bisschen Printlining. Und ruft die Funktion auf. Diesen Aufbau, den kennen Sie aus den Modulen oder aus dem JavaScript-Code, den wir für den Browser geschrieben haben. Jetzt gehe ich in mein Terminal. Ich bleibe mal in Visual Studio Code drin. Dann müssen wir nicht immer die Fenster wechseln. Und in diesem Ordner führe ich jetzt die Datei, die ich gerade eben erstellt habe, aus. Und Sie sehen dann auch hier
dass die entsprechende Konsolenausgabe erscheint. Also dann ist erstmal nur das rekonstruiert, was wir gerade eh schon gemacht haben. Wir haben tatsächlich so eine einfache Konsolenausgabe erzeugt, JavaScript-Code über Node.js ausgeführt und sehen das Ergebnis auf der Standardausgabe von unserem System. An dem Prinzip wird sich jetzt nichts mehr ändern. Also das ist irgendwie das, was wir jetzt machen werden, wenn wir Node.js-Anwendungen entwickeln, Code schreiben und über das Terminal ausführen. Was sich jetzt gleich ein bisschen ändern wird, ist, dass wir uns kurz anschauen, wie wir diesen Code strukturieren können, wie wir vielleicht auch gewisse Regeln und Konventionen, die wir jetzt schon aus dem Browser kennen, auch in Node.js übertragen können. Also sowas wie zum Beispiel Modularisierung, Aufteilung unserer Anwendung in verschiedene Komponenten. Können uns das gleich auch mal anschauen, damit wir von vornherein irgendwie in Anführungsstrichen richtig arbeiten. Wir betonen das ja immer wieder in diesem Kurs, auch bei kleineren Beispielen, darauf Wert zu legen, dass wir die Anwendung schön und nach einem durchschaubaren Software-Design konstruieren, dass wir Aufgaben aufteilen auf verschiedene Komponenten, dass wir uns zum Beispiel an bestimmten Patterns wie MVC orientieren, wenn wir unsere Anwendung strukturieren. Und im Browser kennen wir dazu das Konzept von Modulen. Das haben wir jetzt irgendwie das ganze Semester durchgezogen. Sie entwickeln abgeschlossene Komponenten in einzelnen Dateien, die dann als Module in anderen Bereichen der Anwendung importiert werden. Und das gleiche Konzept gibt es auch in Node.js und sollten Sie auch in Node.js verwenden. Also fangen Sie direkt von Anfang an, sich irgendwie zu überlegen, wie Sie Ihre Anwendung vielleicht aufteilen können. Teilen Sie dann die einzelnen Komponenten auf einzelne Dateien auf und importieren Sie diese Module dann an geeigneter Stelle in Ihrer Anwendung. Der Syntax dafür ist ein bisschen anders, als Sie das aus dem Browser kennen. Ist aber nur geringfügig anders Sie müssen sich an zwei Stellen, nämlich da, wo Sie die Module importieren und natürlich da, wo Sie Ihre eigenen Module oder Modulbestandteile exportieren, ein paar Befehle neu merken. Das Konzept ist aber in Node.js das gleiche wie auch im Browser. Eine Datei ist ein Modul und innerhalb dieses Moduls dringt erstmal nichts nach außen. Es ist ein abgeschlossener Bereich unserer Anwendung und wir definieren über entsprechende Schnittstellen, welchen Teilbereich wir nach außen geben möchten. Machen wir das mal. Erstellen wir uns eine neue Datei. Mir fällt jetzt spontan nichts Besseres ein, als vielleicht irgendwie diese Konsolenausgabe in ein eigenes Modul zu exportieren. Macht wenig Sinn, aber daran können wir mal diesen Mechanismus ausprobieren. Ich erstelle eine neue Datei. Die nenne ich console.log, console.js, Entschuldigung. Und in dieser Datei erstelle ich mir eine neue Funktion, die heißt print. Die kriegt einen Parameter übergeben und die gibt diesen Parameter auf der Konsole aus. Die an dieser Stelle aus dem Modul exportieren und dann an der Stelle von der App.js-Datei importieren. Probieren wir das mal aus. Ich rufe ein Objekt auf, das heißt Exports, trage dort eine neue Eigenschaft ein und schreibe in diese Eigenschaft den Verweis auf die Methode. Das ist der Vorgang, den Sie durchführen, wenn Sie eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Variable, einen Prototypen oder sowas aus diesem Modul erstmal exportieren möchten. Der Syntax ist ein bisschen, wie gesagt, ein anderer. Das Prinzip ist aber das gleiche. Wenn Node.js diese Datei ausführt, wird das Ganze in so einem Closure
ausgeführt. Das heißt, der Inhalt dieser Datei wird in einer anderen Funktion ausgeführt und diese Funktion stellt dann für dieses Modul verschiedene Objekte oder Kontext bereit. Eins dieser Objekte ist das Exports-Object. Das haben Sie in jedem Node.js-Modul zur Verfügung. Da speichern Sie irgendwelche Sachen rein, die Sie aus dem Modul rausgeben wollen und können die dann über dieses Objekt auch an der anderen Stelle wieder importieren, an der Sie diese Funktionalität brauchen. Prinzip ist wieder, suchen Sie sich oder überlegen Sie sich, was Sie nach außen geben wollen und holen Sie sich oder speichern Sie sich dann entsprechende Referenzen auf diesen öffentlichen Teilbereich Ihres Moduls in diesem Export-Objekt ab. Wir haben das in dem Browser ähnlich gemacht über dieses Export-Schlüsselwort. Hier ist es ein Parameter von dem entsprechenden Objekt. Prinzip ist aber das gleiche. Was wollen wir nach außen geben? Was wollen wir im Modul lassen? Wir entscheiden, welche Schnittstellen dann tatsächlich exportiert werden. Wenn ich das gemacht habe, wenn ich also diese Print-Funktion über diesen Syntax exportiert habe, dann kann ich die hier an dieser Stelle importieren. Und das funktioniert über den Require-Befehl. Require ist eine Methode, der übergeben Sie entweder den Namen oder den Pfad zu einer JavaScript-Datei. Dann wird diese JavaScript-Datei ausgeführt und das, was über diesen Exportmechanismus dann in oder aus dieser Datei zurückgegeben wird, wird auch als Rückgabewert von der Require-Methode in Ihren Code zurückgegeben. Das heißt, was wir klassischerweise machen, wenn wir einen Import durchführen in Node.js ist, wir erstellen uns eine Variable oder eine Konstante, in der wir die importierten Inhalte speichern wollen, geben der vielleicht auch einen entsprechenden Namen und speichern uns in diese Variable die Rückgabe von dem Require-Befehl und in unserem Fall mit dem relativen Pfad auf unsere Console.js-Datei, die wir gerade eben erstellt haben, laden wir dann auch tatsächlich den Inhalt, der da drin steht. Wir können jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert hat, indem wir uns vielleicht auf der Konsole einfach mal ausgeben, was hier tatsächlich drin steht. Und nur damit keine Verwirrungen auftauchen, nenne ich die Variable mal ganz kurz um, damit wir das nicht mit dem eingebauten Console tatsächlich verwechseln. Also ich require den Inhalt von dieser Datei. In dieser Datei wird eine Funktion exportiert und ich speichere mir diesen Export in dieser Konstanten und gebe mir jetzt einfach mal aus, was da drin steht in dieser Konstanten, nachdem der Require-Befehl ausgeführt worden ist. Schauen wir mal und dann sehen Sie, wenn Sie das erkennen können hier unten, dass ein Objekt auf der Konsole ausgegeben wird. Denn was wir vom Require-Befehl zurückbekommen, ist ein Objekt, in dem jede der Eigenschaften oder jedes der Inhalte drin ist, was wir in dem Modul exportiert haben. Und dann könnten wir zum Beispiel auf diese Funktion zugreifen, indem wir uns das importierte oder die importierte Variable anschauen und dann zum Beispiel auf diese Print-Funktion, die haben wir ja exportiert, zugreifen und einen Parameter aufrufen, eingeben. Und was jetzt passiert ist, dass wir an dieser Stelle über den Require-Befehl die Funktion, die wir hier an dieser Stelle aus dem anderen Modul exportiert haben, tatsächlich aufrufen. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Sie sehen, Hello World wird auf der Konsole ausgegeben. Wir haben Inhalte aus einem Modul ins andere importiert. Sie können auch ganz, ganz spezifisch bestimmte Teilbereiche von dem Modul importieren. Das heißt, wenn Sie wissen, wie hier diese Eigenschaften heißen, die dieses Modul exportiert, dann können Sie anstatt diesen gesamten Teilbereich des Moduls zu importieren, über den sogenannten Destruct Befehl, das sind einfach diese geschweiften Klammern, eine bestimmte Eigenschaft aus diesem Objekt tatsächlich importieren. Also wir importieren nicht mehr das gesamte Objekt, sondern wir importieren nur diese Eigenschaft Print. Wenn die nicht vorhanden ist, also wenn die nicht
exportiert wird, dann funktioniert das nicht. Aber wenn die da ist, können wir so ganz gezielt einzelne Teilbereiche tatsächlich importieren. Und dann haben wir hier über die Print-Methode oder über diese neue Variable Print, die dann in diesem Kontext von unserem Modul vorhanden ist, die Möglichkeit, auf diese Funktion zuzugreifen. Auch das probieren wir mal schnell aus und löschen hier diese Konsolenausgabe nochmal raus, weil wir die Variable nicht mehr zur Verfügung haben, geben das Ganze nochmal im Terminal ein und dann sehen Sie, das hat tatsächlich funktioniert. Also über diesen Destruct-Befehl oder dieses Destruction-Assignment können Sie dann auch ganz gezielt Teilbereiche aus einem Modul importieren, wenn Sie nicht das ganze Modul tatsächlich haben wollen. Ganze Modul oder Spezifikation von bestimmten Teilbereichen, die Sie rausgeben möchten, bringt uns dann auch noch zur letzten Sache, die man bei diesem Import-Export beachten sollte. Was wir hier machen, und das ist unabhängig davon, wie wir das Ganze dann importieren, ist, wir fügen zu diesem Export-Objekt eine neue Eigenschaft hinzu, ergänzen also dieses Rückgabeobjekt, was beim Importieren des Moduls erstellt wird. Wenn ich jetzt vielleicht irgendwas Zweites anlege, zum Beispiel vielleicht irgendwie eine Konstante, System-ID ist 1337, dann könnte ich die auch zusätzlich exportieren, indem ich eine neue Eigenschaft erstelle. ID ist gleich System-ID und die dann zusätzlich exportiere aus diesem Modul raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier auch noch die ID ergänzen würde, dann könnte ich auf diese zusätzlich exportierte Eigenschaft ebenfalls zugreifen. Also ich exportiere einen weiteren Teilbereich von meinem Modul nach außen, importiere hier auch einen weiteren Teil in mein Modul rein. Dann sehen Sie, hier wird die ID ausgegeben, die ich in einem anderen Modul definiert habe. Und dann wird die Print-Methode ein zweites Mal benutzt, um Hello World auszugeben. Also, zwei Sachen, die Sie daraus nehmen sollen aus diesem Mini-Beispiel. Sie können beliebig viele Dinge exportieren aus dem Modul, indem Sie mehrfach die zusätzliche Eigenschaft ergänzen. Das ist äquivalent zu dem entsprechenden mehrfachen Aufruf von dem Export-Schlüsselwort im Browser. Und wenn Sie diesen Destruct-Befehl oder dieses Destruct-Assignment benutzen, dann können Sie über eine kommaseparierte Liste angeben, welche Eigenschaften Sie jetzt alle haben möchten. Und alles, was Sie hier eingeben, existiert dann unter diesem Namen in dieser Datei. Kurze Frage, klappt das auch mit React? Ich bin mir nicht sicher, was für ein Modulkonzept React tatsächlich verwendet. Ich glaube, dass der Syntax da ein bisschen anders ist, aber ich habe schon seit wahrscheinlich 5 Jahren kein React mehr benutzt. Deshalb kann ich Ihnen jetzt tatsächlich nicht sagen, wie der Importmechanismus für React-Module ist. Müssten Sie mal schauen. Und vom Prinzip her wird das das gleiche sein, weil es gibt nicht so viele Möglichkeiten, wie man in JavaScript dieses Konzept von Modulen umsetzt. Ich glaube aber, dass vielleicht irgendwie die Namen ein bisschen anders sind. Keine Ahnung. Aber wenn Sie React verwenden, dann müsste das hier auch funktionieren, weil das ist ja auch Node.js. Es kann aber sein, dass man es anders machen sollte. Also das vielleicht irgendwie so als Hinweis, es steht ja jetzt eh gerade auch im Chat, wenn Sie irgendwas machen, was mit Node.js ausgeführt wird, dann funktioniert dieser grundlegende Require-Mechanismus, aber es kann gut sein, dass wenn Sie jetzt ein Framework wie React zum Beispiel verwenden, das Framework einen anderen Mechanismus vorsieht für dieses Modularisieren. Also so wie es aussieht im Chat, dann ist das auch der Import-Befehl, den Sie da in React verwenden. Die Live-Session funktioniert im Moment nicht, da ich gleich irgendwie die Visual Studio-Instanz wechseln muss. Deshalb können Sie da heute leider nicht drauf zugreifen. Also tut mir leid.
Aber wir machen jetzt auch nicht so viele Sachen. Wir schauen meistens in die gleiche Datei rein. Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen. Naja, das geht jetzt leider nicht. Live-Share. Live-Share geht jetzt leider nicht. Okay, ich möchte Ihnen noch eine letzte Sache zeigen, die bei diesem Import-Export noch wichtig ist. Und das ist, dass Sie auch so ähnlich wie wir das mit diesem Default-Parameter oder Default-Schlüsselwort im Browser kennen, auch so einen standardmäßigen Import für ein Node.js-Modul anlegen können. Sie können nämlich dieses komplette Exports-Object, was nach außen gegeben wird, überschreiben durch ein eigenes Objekt. Und wenn Sie dann über den Require-Befehl an einer anderen Stelle dieses Modul importieren, dann können Sie dieses wohldefinierte, alleinige Export-Objekt verwenden. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie das funktioniert. Anstatt irgendwie zu diesem Exports-Object neue Eigenschaften hinzuzufügen, greifen wir auf das Module-Object zurück, gehen direkt in Exports rein. Das ist mehr oder weniger das gleiche Objekt, was wir vorher auch mit Eigenschaften ergänzt haben und können das jetzt zum Beispiel durch irgendwie ein eigenes Objekt definieren. Und ich kann hier eine neue Eigenschaft ergänzen. Say something verweist auf Print. Und definiere damit ein komplett neues Rückgabeobjekt, was aus diesem Modul exportiert wird. Und dann wird nur das hier exportiert. Ich zeige Ihnen mal, was der Unterschied ist. Wenn ich jetzt das hier alles mal rauslösche und My Console wieder importiere über den Require-Befehl und die Datei, die ich gerade eben erstellt habe, und dann das einfach mal auf der Konsole ausgebe, schauen wir mal, was der Unterschied ist. Wir haben wieder ein Objekt zurückgegeben bekommen, was strukturell genauso ausschaut wie das, was wir ursprünglich tatsächlich zurückgegeben haben. Nur der Unterschied ist, dass wir jetzt dieses komplette Export-Object selber tatsächlich definiert haben. Also das hier werden Sie auch ab und zu finden, wenn Sie Node.js tatsächlich sich mal anschauen, so Code, den vielleicht andere Leute geschrieben haben. Wenn wir den Syntax verwenden, direkt irgendwie in dieses Exports-Object Sachen reinzuschreiben, dann ergänzen wir immer neue Eigenschaften zu diesem eh schon vorhandenen Export-Object, was dann über Require importiert wird. Wenn wir das komplette Objekt überschreiben wollen oder müssen, dann können wir auch über diese Eigenschaft oder diese Variable direkt auf dieses Export-Object zugreifen. Sage ich Ihnen nur deshalb, weil Sie, wenn Sie jetzt irgendwie Tutorials oder so sich anschauen, wahrscheinlich beides irgendwie finden, leicht unterschiedlich. Es gibt auch gute Erklärungen dazu, wann man was vielleicht irgendwie verwenden sollte. Beides sorgt aber dafür, dass irgendwie Dinge aus unserem Modul exportiert werden. Okay, ich schließe mal diese Datei und bevor wir jetzt einsteigen in die Entwicklung von so einer eigenen kleinen serverseitigen Anwendung auf Basis von Node.js, zeige ich Ihnen jetzt noch ganz kurz, wie Sie auf zusätzliche Funktionalität im Kontext von Node.js zugreifen können, die entweder als Systembibliothek oder Systemfunktion von der Node.js-Laufzeitumgebung bereitgestellt wird oder die von irgendwelchen dritten Entwicklern und Entwicklerinnen in einem öffentlichen Repository als Bibliothek oder sowas bereitgestellt wird. Also wir können zusätzliche Funktionalität, die in JavaScript nicht oder in dem Kern von Node.js nicht eingebaut ist, nutzen in unseren Anwendungen, indem wir entweder auf die sehr umfangreiche Systembibliothek zugreifen, die Node.js mitliefert. Können wir auch mal einen kurzen Blick drauf werfen. Wenn Sie auf der Node.js-Webseite auf Dokumentation gehen und dann sich vielleicht jetzt irgendwie zum der aktuellen Stable-Version durchklicken, dann sehen Sie hier ganz, ganz viele Objekte oder Unterrubriken. Wir können ja mal in zum Beispiel File System oder sowas reinschauen. Und dann sehen Sie hier schon irgendwelche
Funktionen und irgendwelche Eigenschaften, die man so verwenden kann in Node.js, zum Beispiel ReadFile, eine Methode, mit der sie den Inhalt einer Datei, die irgendwie auf dem Rechner liegt, in ihre Anwendung einlesen können. Das ist nicht Teil von JavaScript. Also wir haben noch nie irgendwie in JavaScript eine Funktion gesehen, die sowas einlesen kann. Das ist Teil von diesem File System Object oder File System Modul, was Node.js zusätzlich zu dem JavaScript-Kern anbietet. Und alle diese Sachen, die Sie hier sehen, die können Sie, wenn Sie diese Funktionalität in Ihre Anwendung importieren, dann auch direkt nutzen. Da sind dann solche Sachen wie Netzwerkkommunikation zum Beispiel drin, wie zum Beispiel diesen Zugriff auf das File-System, wie vielleicht irgendwelche Inhalte, um parallelisierte Aufgaben zu erledigen mit entsprechendem Threading oder sowas. Zusätzlich dazu, zu dieser großen Liste an Funktionalität, die schon in Node.js eingebaut ist und die wir einfach nur importieren müssen, gibt es noch eine wesentlich größere Anzahl an Bibliotheken, die für dieses Node.js-Ökosystem bereitgestellt werden. Ich habe schon mal ganz am Anfang gesagt, dass wir dieses ESLint zum Beispiel installiert haben oder diesen HTTP-Server, um unsere Projekte auszuführen. Das sind alles Sachen, die andere Leute für Node.js geschrieben haben als Bibliotheken und die wir in unseren Anwendungen verwenden können. Und wie diese beiden Sachen funktionieren, also dieses Verwenden von diesen eingebauten Bibliotheken und den externen Bibliotheken, das schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Eine Sache, die Sie in Node.js wahrscheinlich relativ häufig machen werden und die Sie in dem Browser eigentlich fast nie machen, weil es nicht geht, ist der Zugriff auf das Dateisystem. Wir bewegen uns jetzt mit Node.js wieder in dem klassischen Umfeld für Software, nämlich irgendwo direkt auf einem Gerät, nicht mehr in diesem Browser als irgendwie Kapsel, als Sandbox, sondern wir führen unseren Code auf einem Rechner aus und haben dementsprechend dann auch die Möglichkeit, auf diesem Rechner Dinge zu tun, die man klassischerweise in Programmen vielleicht machen möchte, nach einer bestimmten Datei suchen, den Inhalt auslesen, den Inhalt verändern, bestimmte Zustände von unserem Programm auch in Dateien abbilden. Und das können wir mit Node.js jetzt machen, indem wir über die entsprechende Systembibliothek, File System, über vorbereitete Methoden auf dieses Dateisystem zugreifen. Ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert, weil man daran dann ganz schön sieht, wie man auf diese eingebauten Funktionalitäten zugreifen kann. Wir können nicht direkt anfangen, irgendwelche Befehle einzutippen. Das geht nicht. Wir müssen uns zuerst dieses File-System-Modul, was Node.js anbietet, in unsere App.js-Datei reinladen. Und das funktioniert jetzt genauso, wie wir das gemacht haben bei dem Mini-Modul, was wir gerade selber implementiert haben, also auch über diesen Require-Befehl. Ich erstelle eine Variable, die nenne ich fs, das soll für File System stehen, und ich rufe den Require-Befehl auf. Aber statt dass ich jetzt hier einen relativen Pfad angebe zu einem Modul, was ich selber implementiert habe, gebe ich den Namen von einer Systembibliothek ein, in diesem Fall fs. Das steht wie gesagt für File System, und Node schaut dann, ob es irgendwo auf Ihrem Rechner an verschiedenen Stellen dieses Node-Modul gibt. Also gibt es irgendwo ein Node-Modul, was fs heißt. Das findet Node.js dann auch irgendwo in dem Ordner, wo Sie Ihre Laufzeitumgebung installiert haben, also wo Sie Node.js rein installiert haben. Vorher schaut die Umgebung in dem Ordner, in dem dieses Projekt ausgeführt wird, ob es da nicht irgendwie eine Variante von gibt, und hangelt sich dann über verschiedene Stellen irgendwie durch die ganze Dateisystem auf der Suche nach diesem Modul. Ist auch völlig egal, wo das liegt. Wichtig ist nur, wir importieren jetzt irgendwie ein Paket, das wir nicht selber geschrieben haben, sondern das jetzt in diesem Fall mit Node.js ausgeliefert wird. Jetzt kann ich damit irgendwie interessante Sachen machen. Ich kann zum Beispiel einfach mal eine Datei erstellen. Also ich verrate Ihnen jetzt die Funktion. Append File Sync heißt die Funktion. Damit können Sie, ich sage gleich was dazu, was dieses Sync bedeutet, eine Datei erstellen und dann irgendwelchen Inhalt da reinschreiben. Also Sie können jetzt direkt auf das Dateisystem von Ihrem Rechner zugreifen. Ich erstelle mal eine neue Datei.
helloworld.txt, das ist der erste Parameter, das ist der Name von der Datei oder der Pfad zu dieser Datei, wenn wir das nicht weiter spezifizieren, wie diese Datei dann im aktuellen Verzeichnis, in dem unser Projekt ausgeführt wird, auch angelegt, und wir schreiben da irgendwelchen Content rein. Wenn ich das jetzt ausführe, also diesen Befehl zusätzlich ausführe, dann sehen Sie, dass hier eine Datei erschienen ist. Da steht Hello World drin. Die haben wir jetzt nicht irgendwie selber manuell angelegt, sondern die ist jetzt programmatisch über Node.js erstellt worden. Das ist jetzt wenig spektakulär, aber ein Beispiel dafür, dass Sie jetzt eben mit Node.js und anderen Kontext tatsächlich auch verwenden können, weil Sie hier direkt ins Filesystem zugreifen können. Wenn ich jetzt das Ganze im Windows Explorer öffne, sehen Sie hier auch, da ist die neue Datei erstellt worden. Die liegt jetzt also tatsächlich auf der Festplatte. Es gibt von diesen Operationen oder von diesen Methoden in dem File Systems Modul, aber auch in vielen anderen Bereichen von Node.js immer eine Synced-Version und eine normale Version. Diese Synced-Version führt die Funktionalität, in diesem Fall das Erstellen von einer Datei, aus und blockiert die restliche Anwendung, bis dieser Befehl durchgeführt worden ist. Und die Alternative dazu, Append File, Sync, und ich habe jetzt die Parameter nicht ganz im Kopf, deshalb schauen wir einfach mal in die Dokumentation rein. Da ist die drin. Diese normale Variante, die erwartet die gleichen Parameter, also ein Pfad und eine Daten und ein Callback. Und dieser Callback wird ausgeführt, wenn die Operation durchgeführt wird. Standardmäßig sollten Sie, das liegt daran, dass man Node.js hauptsächlich für serverseitige Anwendungen verwendet, immer diese Varianten verwenden. Also immer diese Varianten mit einem Callback, weil dann wird Ihr Prozess durchgeführt und Sie arbeiten Non-Blocking, das heißt, die restliche Anwendung kann weiterlaufen. Das ist nicht hundertprozentig parallelisiert, aber das ist standardmäßig das, wie Node.js funktioniert. Also wir geben einen Befehl und wir kriegen die Rückmeldung über einen Callback. Das sehen Sie in ganz, ganz vielen Systembibliotheken, in ganz, ganz vielen externen Bibliotheken so als grundsätzliches Prinzip. Es gibt meistens diese Synced-Variante von den Dateien zusätzlich, die dann eben entsprechend synchron arbeitet, und erst wenn jetzt in diesem Fall die Datei erstellt worden ist, wird der nächste Befehl ausgeführt. Das Verwenden von diesen Synced-Varianten macht vor allem dann Sinn, wenn Sie vielleicht mit Node.js gar nicht irgendwie so eine serverseitige Komponente implementieren, die jetzt tatsächlich von vielen Nutzern vielleicht auch gleichzeitig angesteuert wird, sondern wenn Sie vielleicht einfache Skripte oder sowas implementieren. Wenn Sie sich jetzt irgendwie mit Node.js ein Automatisierungsskript schreiben wollen für irgendwie Dateioperationen oder für irgendwelche anderen Sachen, die im Dateisystem was manipulieren, dann können Sie diese Sync-Varianten guten Gewissens verwenden, weil dann einfach der Code für solche Skriptabläufe ein bisschen übersichtlicher ist, weil man nicht immer diese Callbacks hat. Aber für so funktionierende und produktiv eingesetzte Anwendungen sollten Sie immer versuchen, auf diese Synced-Varianten zu verzichten. Zumindest wenn Sie serverseitig implementieren. Das vielleicht noch so als wichtiger Hinweis. Sobald wir serverseitige Komponenten mit Node.js implementieren, wollen wir eigentlich Non-Blocking anbieten. Also als Hinweis, wenn wir irgendwie Funktionalität brauchen, Anwendung, dann können wir auf eine recht umfangreiche Klassenbibliothek zurückgreifen oder Systembibliothek zurückgreifen, importieren diese Funktionalität über den gleichen Mechanismus wie unsere eigenen Module in unseren Code und verwenden den dann. Und eine Übersicht über das, was es da so in Node.js gibt, finden Sie in der Dokumentation, und da finden Sie auch
immer irgendwie so ein Hinweis, wie Sie das zu verwenden haben. Also wie Sie zum Beispiel das, was ich jetzt oben in die Datei reingeschrieben habe, diese konkrete Systembibliothek in Ihr Modul importieren. Sie werden sehen, das sind ganz andere Sachen als das, was im Browser passiert, weil wir uns auf einer anderen Plattform bewegen. Wenn das jetzt noch nicht reicht, also wenn wir Anwendungen implementieren, die vielleicht umfangreicher sind, die Probleme lösen, die man mit diesen eingebauten Systemfunktionen gar nicht lösen kann, dann müssen wir das entweder selber implementieren, das kennen wir, müssen irgendwie Software umsetzen, oder wir schauen uns um, ob es tatsächlich vielleicht irgendwelche Bibliotheken gibt, die diese Funktionalität, die wir brauchen, tatsächlich schon mitliefern. Was wir heute implementieren werden, ist so eine kleine Mini-Web-Anwendung, und es gibt ein Node.js-Framework oder eine Node.js-Bibliothek, die nicht mitgeliefert wird, die aber grundsätzlich so die Kernfunktionalität von einer Web-Anwendung, vor allem so Server-Client-Kommunikation über HTTP, schon komplett implementiert. Und das ist Express. Express ist so ein sehr einfaches Web-Framework, mit dem wir, ohne dass wir uns zum Beispiel selber über HTTP-Kommunikation Gedanken machen müssen, direkt schon so einen Kern einer kleinen Web-Anwendung in unsere Node.js-Anwendung integrieren können. Wir schauen uns das deshalb an, weil es relativ einfach ist, weil man da schnell dann auch diese serverseitige oder Client-Server-Kommunikation ausprobieren kann. Und wir schauen uns auch deshalb an, weil man an dem Beispiel sieht, wie man denn jetzt zum Beispiel diese Funktionalität, die man irgendwie gefunden hat im Web, tatsächlich integrieren kann. Es funktioniert so, dass in der Regel Bibliotheken, die für Node.js geschrieben werden und die dann auch veröffentlicht werden, damit Sie oder andere Entwickler, Entwicklerinnen darauf zugreifen können, in öffentlichen Repositories gehostet werden, die über NPM angesprochen werden können. Sie erinnern sich? Diesen Befehl NPM, den kennen wir schon, weil wir damit zum Beispiel ESLint installiert haben. Sie haben bestimmt irgendwann am Anfang vom Kurs mal sowas eingegeben, npm install ESLint, was dafür sorgt, dass diese Programmbibliothek ESLint, die ist in Node.js geschrieben, auf Ihrem Rechner bzw. im aktuellen Ordner installiert wird. Das heißt, irgendjemand hat eine Klassenbibliothek, ein Programm, eine Library, ein Framework geschrieben für Node.js, das heißt ESLint, hat das irgendwo veröffentlicht, und wir können uns das für unsere eigenen Programme oder als Tool für irgendwie unsere IDE auf unseren Rechner installieren, indem wir diese NPM-Schnittstelle, diesen Node Package Manager, verwenden. Das heißt, Node.js ist nicht nur die Runtime, mit der wir JavaScript ausführen können auf unserem Desktop, ist nicht nur diese Menge an Systembibliotheken, die wir verwenden können, um zum Beispiel wie im Fall von FS auf das Filesystem zuzugreifen, sondern Node.js ist eigentlich auch noch diese über NPM zugängliche riesige Auswahl an Bibliotheken, an Frameworks, die wir zusätzlich verwenden können. Und das Gute ist, wir müssen nicht irgendwie Dateien runterladen, selbstständig, die irgendwo in unser Projekt integrieren, sondern über NPM haben wir gleich auch die Schnittstelle, um diese Bibliotheken und ihre Abhängigkeiten direkt in unserem Projektverzeichnis zu installieren und dann sofort anzufangen, die zu verwenden. Ich zeige Ihnen das mal. Ich installiere jetzt in dieses Mini-Projekt Express, indem ich das einfach über den Namen dieser Bibliothek eingebe. Also, wie kommt man dahin, dass man weiß, was man hier eingeben muss? Man schaut, was hier steht. Und hier sehen Sie, npm install express ist irgendwie der Befehl wohl, um dieses Framework zu installieren. Und normalerweise finden Sie dann in jeder oder für jede bessere Bibliothek entsprechend auch den Hinweis. Sie können auch direkt mal nach npm suchen. Dann sehen Sie diese Webseite mit diesem riesigen Repository an tatsächlich irgendwie Bibliotheken, und wenn Sie da nach Express suchen, kommen Sie auch zu dieser Dokumentation von diesem Framework. Also
dieses ganze Ökosystem von Node.js, das wird vor allem über im NPM bereitgestellt. Da werden diese ganzen Bibliotheken gelistet, da stehen die Beschreibungen, wie man die zu verwenden hat, auch Verweise auf die entsprechenden GitHub-Repositories. Wenn wir jetzt so eine Bibliothek brauchen, dann installieren wir die über npm install express. Was dann passiert, ist, dass im Hintergrund diese Bibliothek heruntergeladen wird. Das passiert immer in den Ordner Node-Modules, wenn wir das nicht weiter spezifizieren, wo diese Bibliotheken installiert werden sollen, im aktuellen Projektverzeichnis. Und da sehen Sie jetzt, dass ganz, ganz viel Zeugs irgendwie aufgetaucht. Dieser Ordner hat vorher nicht existiert. Ich habe Express eigentlich nur installieren wollen. Und jetzt habe ich hier diese ganzen Ordner, die plötzlich erschienen sind. Hier ein Ordner, der heißt Express. Und da ist der Programmcode von diesem Framework drin. Was npm aber auch für Sie macht, ist, gleich im nächsten oder im gleichen Atemzug alles zu installieren, was Express an Abhängigkeiten braucht. npm-Pakete können untereinander Abhängigkeiten definieren und wenn Sie dann eine bestimmte Library installieren, zum Beispiel Express, dann wird automatisch auch alles mit installiert, was Sie brauchen, um dieses Framework oder diese Library zu verwenden. Sie sehen jetzt hier ganz, ganz viele andere npm- oder Node-Module. Schauen, ob ich irgendwas erkennen kann. Also Cookie wird wahrscheinlich irgendwas sein, um so Cookies auf Ihrem Server abzulegen, zu parsen und zu erstellen. MIME-Types wird wahrscheinlich irgendwie für das Handling von bestimmten Dateiformaten oder MIME-Types zuständig sein. Parse-URL ist vielleicht irgendwie eine Bibliothek, die es Ihnen erlaubt, URLs, die korrekt formatiert sind, in die Einzelbestandteile zu zerlegen. Und all das braucht Express. Express als Framework ist von all diesen anderen Sachen abhängig. Das steht dann auch in dieser Package-Datei von Express drin. Haben Sie ja auch vielleicht schon mal einen Blick drauf geworfen, weil die ja auch in unseren Projekten immer auftaucht. Hier an dieser Stelle und all diese Sachen werden automatisch von npm mit installiert, sodass wir direkt anfangen können mit Express zu arbeiten. Wir müssen uns nicht mehr irgendwie um andere Sachen kümmern, wir müssen nur diesen Befehl eingeben, npm install express und dann wird schnell oder weniger schnell der ganze Content heruntergeladen, den wir brauchen, um dieses Framework zu nutzen. Und dann können wir das in unsere eigene JavaScript-Datei importieren über zum Beispiel den entsprechenden Befehl constant express ist gleich require und dann express. Da müssen wir keinen relativen Pfad oder sowas mehr eingeben, sondern wir geben nur diesen Namen von diesem Framework, was wir jetzt verwenden, an und was Node.js dann macht, ist jetzt zuallererst in diesem Node-Modules-Ordner nachschauen, herauszufinden, ob da eine Bibliothek drin ist, die Express heißt, der Name von dem Ordner einfach, und dann wird der Inhalt von dieser Index.js-Datei geladen. Da steht dann der Code von unserem Framework drin, der ist jetzt im Fall von Express sehr übersichtlich, weil hier einfach nur auf eine andere Datei verwiesen wird, die in diesem lib-Ordner drin liegt, aber dadurch importieren wir jetzt diese Funktionalität von Express tatsächlich in unseren Code rein. Wir müssen uns nicht um die Installation kümmern, wir müssen uns nicht um irgendwelche Abhängigkeiten kümmern, das übernimmt npm alles. Das ist eine sehr einfache und entspannte Art, mit so Programmbibliotheken tatsächlich umzugehen. Wir haben es im Browser jetzt noch nicht so häufig verwendet, dieses Konzept von so externen Bibliotheken, aber da müssen wir dann zumindest irgendwie die Datei vielleicht irgendwie einbinden in unser HTML-Dokument. Wir müssen uns vielleicht selber darum kümmern, dass in dem Kontext, in dem die Bibliothek verwendet wird, gewisse Abhängigkeiten vielleicht gegeben sind. Das entfällt in diesem NPM-Ökosystem, wenn die Frameworks wie zum Beispiel Express gut definiert und beschrieben sind und dort alle Abhängigkeiten aufgelistet sind, dann geben Sie nur diesen Befehl ein und können danach loslegen. Was kann man jetzt eigentlich mit Express machen? Express dient dazu, dass Sie
Alles das, was Sie serverseitig für so eine einfache Webanwendung brauchen, direkt irgendwie implementieren bzw. nutzen können. Und das Wichtigste, was man für so eine Webanwendung, die sowohl einen Client als auch einen Server hat, in der Regel braucht, ist eine Schnittstelle zwischen diesen beiden. Also wir müssen irgendwie die Möglichkeit schaffen, dass hier der Servercode, den wir schreiben, und der in Node.js geschrieben ist, auch in irgendeiner Art und Weise für den Client bereitstellt. Also wenn Sie hier zum Beispiel die Funktionalität implementieren, dass Sie vielleicht eine kleine Datenbank verwalten, da irgendwelche Inhalte einfügen und der Client sich dann aus dieser Datenbank bestimmte Inhalte auslesen kann oder soll, brauchen Sie eine Schnittstelle zwischen dem Client, der im Browser läuft, und Ihrer Node.js-Anwendung, die irgendwo auf dem Server läuft. Und in der Regel ist die Schnittstelle in diesem ganzen Web-Kontext HTTP oder auf einem etwas abstrakteren Level AJAX. Also wir stellen mit JavaScript-Mitteln HTTP-Anfragen an unsere Node.js-Server. Der beantwortet diese Anfragen mit Content zum Beispiel aus der Datenbank und darüber bauen wir uns dann die Schnittstelle zwischen Client und Server zusammen. Und damit wir das nicht irgendwie selbstständig machen müssen, damit wir nicht selbstständig irgendwie in diese HTTP-Netzwerkprogrammierung einsteigen müssen, können wir Express verwenden und Express stellt genau diese Funktionalität unter anderem dann bereit. Ich zeige Ihnen mal, wie einfach das tatsächlich ist. Also wir können uns ganz, ganz einfach auf der Basis von diesem importierten Express-Framework jetzt unsere Web-Anwendung erstmal erstellen. Ich erstelle eine neue Anwendung, indem ich die Funktion, die ich hier importiert habe, ausführe. Also wir erstellen in einer neuen Variable eine neue Webanwendung. Dieses Objekt repräsentiert dann unsere kleine Mini-Webanwendung und ich kann die auch starten, indem ich über den Listen-Befehl diese Webanwendung jetzt ausführe. Ich übergebe der einen Port. Und meine Mini-Web-Anwendung wird jetzt über diesen Port über HTTP erreichbar sein. Die macht noch nichts, weil ich nichts weiter implementiert habe, aber Sie werden schon einen kleinen Unterschied sehen, wenn Sie jetzt diese App-Datei ausführen. Dann wird mein Programm nämlich nicht mehr beendet, weil diese beiden Zeilen haben jetzt schon ausgereicht, um im Hintergrund einen Server zu starten. Also im Hintergrund läuft jetzt ein HTTP-Server. Der ist in diesem Express-Paket implementiert oder irgendwie eingefügt worden. Und ich habe jetzt meine Mini-Web-Anwendung. Die ist noch nicht erreichbar. Ich kann auch überhaupt nichts damit machen. Aber ich habe einen Webserver auf meinem Rechner programmatisch gestartet und könnte jetzt theoretisch über diesen Port und über HTTP vom Client auf diesen Server zugreifen. Und das übernimmt alles Express. Damit ich darauf zugreifen kann, muss ich jetzt an dieser Stelle irgendwie gezielte Routen definieren, also URLs vorgeben, die mit der HTTP-Anfrage oder für die HTTP-Anfrage des Clients verwendet werden können. Sie erinnern sich ja, HTTP funktioniert immer so: Wir haben eine Ressource auf dem Server, die ist über eine URL definiert. Wir stellen mit dieser URL eine Anfrage an den Server. Der Server verarbeitet diese Anfrage und schickt uns eine Antwort an den Client zurück, der die HTTP-Anfrage erstellt hat. Das können wir jetzt hier auch machen. Und wir können jetzt hier in unserer Express-App solche Routen oder solche URLs erstellen, die als Ziel für so eine HTTP-Anfrage tatsächlich dienen sollen. Und ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Dann sehen Sie, wie man sich ganz, ganz einfach dieses Interface zwischen Server und Client dann zusammenbauen kann. Wir gehen in unsere App rein und wir erstellen jetzt eine neue Route, die für eine HTTP-Anfrage als Ziel dienen soll, und zwar für eine Anfrage, die über das HTTP-Verb GET an unseren Server geschickt wird. Erinnern Sie sich noch an diese HTTP-Verbs? GET, POST und so weiter, DELETE, fünf andere, vier andere, die wir uns mal im Kontext von AJAX angeschaut haben. Also HTTP so als Standard,
für diese Kommunikation zwischen Server und Client in einem Mehrkomponentensystem definiert ganz, ganz viele Dinge, unter anderem diese Verbs, mit denen der Client spezifiziert, was für eine Art von Anfrage an den Server gestellt werden oder an den Server gestellt wird. Und dieses GET steht immer dafür, dass wir eine Ressource vom Server anfordern wollen. Und das ist die einfachste Variante, die wir erstellen können. Wir erstellen jetzt im Server ein Ziel für eine HTTP-Anfrage, die über das GET-Verb gestellt wird und die eine bestimmte URL auf unserem Server aufrufen soll. Ich nenne die URL jetzt mal sayHello und definiere als zweiten Parameter eine Callback-Funktion, und wenn wir dann diesen Code ausführen und irgendein Client auf unseren Server zugreift und dabei diese Route anspricht, das wäre im Browser dann localhost, weil das Ganze ja auf unserem eigenen Rechner läuft. Der Port, den wir hier definiert haben, auf dem unser Webserver oder unsere Webanwendung laufen soll, und das sayHello, was wir hier als Route definiert haben. Wenn wir das in den Browser eingeben, wenn unsere Anwendung läuft, dann wird diese Funktion hier ausgeführt. Wir haben in Express eine Route definiert, die für diese Anfrage diese Funktion ausführt. In dieser Funktion gibt uns Express zwei Objekte mit, ein Request-Objekt und ein Response-Objekt. Diese beiden Objekte repräsentieren die HTTP-Anfrage und die Möglichkeit für uns, tatsächlich zu antworten. Ich führe das jetzt mal aus und wir geben uns hier auf der Konsole vielleicht mal ganz kurz nur so einen Printlining-Befehl aus. Say hello root handling. Also nur so als Hinweis für uns auf der Konsole, dass wir jetzt in diesem Callback sind. Dann nehme ich den Code raus und starte meinen Server neu. Wenn Sie jetzt noch nicht so viel auf dem Terminal unterwegs sind, wenn Sie ein laufendes Programm im Terminal haben, wie jetzt in diesem Fall diesen Node.js-Server, dann können Sie über Steuerung C das Programm wieder abschießen und dann neu starten. Und jetzt schaue ich mir mal an, was passiert, wenn ich im Browser diese Route eingebe. Also das, was ich jetzt hier definiert habe, diese sayHello-Route, gebe ich jetzt einfach mal in den Browser ein. Sie sehen zwei Sachen. Hier unten wird die Konsolenausgabe erstellt, die wir hier definiert haben. Und in meinem Browser passiert nichts. Also ich weiß nicht, ob man das auf dem Stream erkennen kann, aber hier ist dieser kleine Progress-Spinner, der mir irgendwie anzeigt, dass mein Browser gerade irgendwie was macht. Und was der gerade macht ist, der hat diese Anfrage gestellt an meinen Server, ist hier in dem Callback, oder die Anfrage ist in diesem Callback gelandet, und mein Browser wartet jetzt auf die Antwort. HTTP funktioniert immer so, der Client stellt eine Anfrage und wartet darauf, dass der Server ihm antwortet. Je nachdem, was dann da für Timeouts oder sowas eingerichtet sind oder konfiguriert sind, wird dann diese Kommunikation auch irgendwann abgebrochen, wenn einfach keine Antwort einhergeht. Kann mal schauen, ob da schon irgendwie eine Fehlermeldung in der Konsole kommt. Das nochmal eingeben. Nö. Also vielleicht muss man da den Timeout irgendwie noch selber konfigurieren. Aber wir warten jetzt in unserem Browser auf die Antwort von unserer Express-Anwendung. Wir haben hier alleine nur mit diesem Code schon diese Schnittstelle implementiert. Unser Client könnte jetzt, wenn wir diese URL hier nicht mehr direkt in den Browser eingeben, sondern zum Beispiel in unserem JavaScript über Fetch oder sowas ausführen, schon mit unserem Server sprechen. Also wir haben jetzt schon diese Schnittstelle vom Client, in unserem Fall direkt der Browser, später vielleicht unsere JavaScript-Anwendung in unsere Express-Anwendung reinbekommen. Was wir jetzt machen müssen, klasse, also wenn wir eine Anwendung implementieren, ist irgendwas mit dieser Anfrage machen. Also Sie definieren einen Punkt in Ihrem Server, den der Client ansprechen kann, und jetzt müssen Sie irgendwie was Sinnvolles an dieser Stelle tatsächlich auch tun.
Was wäre irgendwie was Sinnvolles? Vielleicht dient diese Anfrage dazu, ein bestimmtes Dokument oder einen bestimmten Inhalt aus der Datenbank anzufragen. Dann würden Sie jetzt serverseitig vielleicht in der Datenbank nachschauen, wo dieses Dokument liegt, das irgendwie aufbereiten und dann zurückschicken an den Client. Und das machen Sie über das Response-Objekt. Machen jetzt das Einfachste, was wir tun können. Wir schicken dem Client einfach nur einen Text als Antwort und sagen ihm auch, dass wir die Anfrage erfolgreich bearbeitet haben. Das machen wir, indem wir zuerst den Status Code setzen auf einen HTTP-Status Code. Erinnern Sie sich vielleicht auch, wenn Client und Server aushandeln wollen, was der Status von einer HTTP-Anfrage ist, dann gibt es diese große Anzahl an dreistelligen Nummern, die entweder einen positiven Fall oder einen negativen Fall kommunizieren, was die Verarbeitung der Anfrage angeht. Und der Statuscode 200 steht dafür, dass der Server erfolgreich diese Anfrage verarbeiten konnte. Vielleicht kennen Sie noch andere Sachen. 404, wir versuchen irgendwie auf eine Serverressource zuzugreifen, die nicht existiert. 403, wir greifen auf eine Ressource zu oder versuchen auf eine Ressource zuzugreifen, für die wir nicht die entsprechenden Rechte haben. Oder alles, was so in diesem 500er-Bereich ist, auf dem Server ist irgendwas schiefgelaufen, was die Verarbeitung von der Anfrage verhindert. Wir sagen aber, ist alles in Ordnung. Und wir senden dann unsere Antwort an den Client zurück und schicken dem zum Beispiel diesen String. Hello World. Ich beende meinen Server wieder, starte den neu und schaue wieder in meinen Browser hinein und gebe jetzt das nochmal ein, also nochmal diese Route. Und jetzt taucht dieses Hello World hier im Browser tatsächlich auf. Und was ist passiert? Wenn Sie im Browser eine URL eingeben und mit der Eingabetaste bestätigen, wird eine HTTP-Anfrage erstellt über das GET-Schlüsselwort. Das heißt, wir landen hier in diesem Callback. Wir schicken an den Client zurück, dass alles in Ordnung ist und senden dem einfach nur einen Text. Und wenn Ihr Browser einen Text zurückbekommt auf eine HTTP-Anfrage, dann rendert der das einfach. In anderen Situationen würde vielleicht ein komplettes HTML-Dokument zurückgegeben werden, das würde dann auch entsprechend rendern, aber Text wird einfach im Browser dargestellt. Und dieser Text, der jetzt hier erscheint, der erscheint tatsächlich deshalb da, weil wir den als Antwort auf diese GET-Anfrage aus unserem Server zurückschicken. In einem normalen Fall oder in einer richtigen Anwendung würden wir natürlich nicht sowas machen, sondern wir würden an dieser Stelle uns überlegen, was möchte der Client eigentlich tatsächlich haben? Also was ist die Funktionalität von dieser Route? Wir würden die Antwort zusammenbauen. Also vielleicht müssen wir tatsächlich in der Datenbank anschauen, vielleicht müssen wir irgendwelche Berechnungen durchführen, vielleicht müssen wir auch irgendwelche Parameter verarbeiten, die der Client mitgegeben hat. Und wenn wir damit fertig sind auf dem Server, senden wir über die Send-Funktion unsere Antwort. Und unsere Antwort kann dann vielleicht irgendwie ein Text sein, kann ein HTML-Dokument sein, wenn das angefordert worden ist, kann aber vielleicht auch irgendwie ein JSON-formatierte Ressource sein, wenn wir vielleicht irgendwie eine API entwickeln, mit der man auf bestimmte Funktionalität zugreifen kann. Also irgendwo, wenn Sie sich zurückerinnern an die Mensa-App, die wir entwickelt haben, da haben wir auch so eine API eingesetzt. Irgendwo in dieser API gibt es auch so einen Mini-Express-Server, der verarbeitet Ihre Anfrage. Wenn Sie sagen, ich hätte gerne irgendwie den Speiseplan für Montag, sucht sich diesen Speiseplan als JSON zusammen und schickt Ihnen dann die entsprechende Ressource formatiert zurück, sodass Sie dann in Ihrem JavaScript-Code die verarbeiten können. Also das so als Mini-Beispiel dafür, wie Sie mit Express arbeiten können. Wir schauen uns das jetzt gleich in dem Beispiel noch ein bisschen genauer an oder fangen zumindest damit an. Aber das ist das wesentliche Prinzip. Und alles, was dahinter steckt, also
Aufbau von irgendwie so einem HTTP-Server, Verarbeitung der HTTP-Anfrage. Das ist alles in diesem Framework gekapselt. Das könnten wir theoretisch selber implementieren. Wir können aber auch auf dieses existierende System zurückgreifen und entsprechend dann mit Express unsere eigene Anwendung gestalten. Ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz ein bisschen was dazu, an was für einem Beispiel ich Ihnen das jetzt noch kurz demonstrieren möchte. Und ich zeige Ihnen dann aufgrund der vorangeschrittenen Zeit vielleicht einfach mal das fertige Beispiel, an dem wir dann sehen können, wie wir auch eine etwas komplexere Anwendung mit Node.js gestalten können. Ich habe vor, dieses Anwendungskonzept jetzt auf Basis von Node.js umzusetzen. Also was ich gerne entwickeln wollen würde und Code, Lösung, Starterpaket und Aufgabenbeschreibung finden Sie auf der Kurswebseite. Wenn Sie sich das eben genauer anschauen wollen, Ziel ist, einen Online-Editor zu implementieren, der erstmal so ausschaut, wie Sie hier sehen. Also einfach irgendwie so einen Texteditor, wo man als Nutzer, als Nutzerin Sachen eingeben kann. Man kriegt so ein bisschen Feedback dazu, wie viele Wörter man schon eingegeben hat und irgendwie so an den Haaren herbeigezogene Statistiken, wie lang dieser Text ist, wie lange man dafür brauchen wird. Ist gar nicht so wichtig. Kernfunktionalität ist, dass ich diesen Text hier, den ich eingebe, auf einem Server speichere, der als Node.js-Anwendung tatsächlich läuft. Also wir persistieren die Inhalte, die Nutzer und Nutzerinnen implementieren bzw. schreiben, nicht mehr im Browser, also nicht mehr irgendwie im Local Storage oder in unserer Datenbank, sondern das, was im Browser passiert und erzeugt wird, wird auf unserem Server persistiert. Das heißt, wir haben eine zusätzliche Komponente in diesem System, die wir vorher nicht hatten, nämlich eine Node.js-Anwendung. Die stellt die Funktionalität bereit, um einen beliebigen Text als Datei auf dem Server zu speichern und erlaubt auch das Auslesen dieser Inhalte, die auf dem Server gespeichert sind. Grundsätzliche Idee ist, jedes Dokument wird über eine eindeutige URL identifiziert. Wenn wir ein neues Dokument erstellen, erstellen wir so eine eindeutige ID, die dient dann als URL zu dieser Ressource. Wenn wir diese URL, die einen Text eindeutig identifiziert, von irgendeinem beliebigen Rechner aus aufrufen, und damit unseren Server ansteuern, den wir implementiert haben, dann kriegen wir immer das gleiche Dokument zurück. Und wenn wir irgendwas in dem Dokument ändern, im Client, dann werden diese Änderungen auch auf dem Server gespeichert. Und damit haben wir dann so einen Mini-Texteditor auf Basis von eben einer clientseitigen JavaScript-Anwendung für den Browser und einer serverseitigen Node.js-Anwendung, die das Persistieren übernimmt. Diese beiden Bestandteile der Anwendung, also auf der einen Seite der Client und auf der anderen Seite die Node.js-Anwendung, die unterhalten sich über eine HTTP-Schnittstelle. Die Node.js-Anwendung bietet eine HTTP-Schnittstelle auf der Basis von Express an, mit der der Client ein neues Dokument erstellen kann, ein bestehendes Dokument anfordern kann, wenn die URL bekannt ist, also diese ID von dem Dokument, und den Inhalt eines Dokuments auf dem Server aktualisieren kann. Also drei verschiedene Funktionalitäten, die der Server anbietet und die wir dann über Ajax-Requests in den Anwendungsablauf des Clients integrieren. Client und Node.js-Anwendung, dazwischen diese HTTP-Schnittstelle. Die Ziele für diese HTTP-Schnittstelle definieren wir in der Node.js-Anwendung. Den Aufruf von diesen Zielen oder von diesen Routen implementieren wir in der clientseitigen Browser-Anwendung. So als kleine zusätzliche Funktionalität werden wir auch Express nutzen, um die Anwendung selber auszuliefern. Also diese komplette Client-Anwendung, der JavaScript-Code, HTML und CSS, liegt in einem Ordner auf unserem Server. Und damit das überhaupt erstmal zugänglich ist, verwenden wir auch den gleichen Express-Server, der für diese API, für diese HTTP-Schnittstelle verantwortlich ist, auch für das Ausliefern von diesem Client-Code. Wir können ja jetzt mal reinschauen, wie das so aufgebaut ist. Und dazu muss ich ganz kurz ein bisschen was vorbereiten.
Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich öffne mal ganz kurz die fertige Anwendung in Visual Studio und würde vorschlagen, dass wir dann einfach mal so ein paar Sachen durchgehen in dieser Anwendung und vielleicht haben Sie dann ja Lust, selber mal eine Variante davon zu implementieren. Okay. Zurück zum Desktop. Und ich schließe mal alles, was wir nicht brauchen, und gebe Ihnen jetzt mal so eine kleine Tour durch diese Anwendung. Sehen, es ist ein bisschen mehr an Code drin, aber was uns eigentlich interessiert, ist der Code, der auf dem Server läuft. In diesem Ordner App haben wir eine ganz normale JavaScript-Anwendung, die im Browser ausgeführt wird. Also da haben Sie eine Index.html-Datei, Sie haben ein bisschen JavaScript, Sie haben eine CSS-Datei und das ist einfach der Client-Code, der dann dazu verwendet wird, um dieses Interface im Browser zu rendern, also diesen kleinen Online-Texteditor. Das liegt alles auf dem Server in unserem Projektverzeichnis und diesen ganzen Ordner liefern wir über Express aus. Wie funktioniert das? Wir haben hier unsere Index.js-Datei. Das ist unser Server. Also hier implementieren wir dann tatsächlich unsere eigentliche Web-Anwendung. Da holen wir uns Express in den Kontext rein. Wir holen uns auch ein eigenes Modul, was wir uns gleich noch anschauen werden, was wir selber implementiert haben. Wir definieren ein paar Konstanten, zum Beispiel für den Port, auf den unsere Web-Anwendung laufen soll und für so ein paar HTTP-Status-Codes, die wir brauchen. Wir erstellen uns unsere Express-Anwendung. Die wird dann auch hier über diesen Listen-Befehl gestartet. Wir übergeben den Port und diese Funktion hier, die Sie hier sehen, diese inline-definierte anonyme Callback-Funktion, die wird ausgeführt, sobald der Server tatsächlich läuft. Und dann erscheint auf der Konsole so eine zusätzliche Warnung, ein zusätzlicher Hinweis: Jetzt läuft der Server. Hier machen wir was Interessantes. Wir sagen mit diesem Code, dass Express diesen Ordner hier, Ordner App, statisch bereitstellen soll. Was heißt das? Wir sagen Express, dass wenn irgendeine Anfrage an unseren Server gestellt wird, also irgendeine Route geöffnet wird oder aufgerufen wird von einem Client, die nicht durch eine spezifisch von uns vorher definierte Route abgefangen wird, in diesem Ordner nachgeschaut werden soll, ob es eine Ressource, ein Dokument gibt, was auf die Anfrage mappt. Das heißt, wenn wir dann tatsächlich irgendwie zum Beispiel die Index.html-Datei oder sowas aufrufen im Browser, dann schaut der Express-Server hier in diesem App-Ordner, den wir hier statisch ausliefern, nach, gibt es diese HTML-Datei und das ist dann das, was tatsächlich an den Client zurückgeschickt wird. Damit wird dieser Client an den Browser geschickt und wir können da die Webanwendung verwenden. Und für alles andere, was dann der Client mit dem Server aushandeln muss, also für diese HTTP-Schnittstelle, definieren wir selber in diesem Server unsere Routen. Wir probieren jetzt das mal ganz kurz aus, ob das funktioniert, bevor ich es weiter erkläre. Wenn Sie sich das runtergeladen haben, dann ist das Erste, was Sie machen müssen, über npm install die notwendigen Abhängigkeiten installieren. Ich habe hier diese package.json-Datei, die liegt auch in dem Repository. Da haben wir für Sie definiert, was diese fertige Lösung an Abhängigkeiten braucht. Die braucht nur Express. Und wenn Sie npm install in einem Verzeichnis aufrufen, in dem so eine Package-Datei liegt, dann installiert npm automatisch alles, was in dieser Datei als Dependencies definiert worden ist, in unserem Fall Express. Wenn ich dann die Anwendung starte, über npm start, startet unser Server und ist über den Port 8080 erreichbar. Warum funktioniert das? Wenn Sie nochmal in die Package-Datei reinschauen, sehen Sie, dass hier ein Skript definiert wird. Der heißt StartScript und danach steht dieses Node Leerzeichen Index.js.
Was dann dazu führt, dass wenn Sie in diesem Projektverzeichnis npm start auf der Konsole eingeben, dieser Befehl hier tatsächlich ausgeführt wird. Also mit Node.js wird die index.js-Datei ausgeführt. Jetzt läuft im Hintergrund unser Server, den wir hier definiert haben. Und wenn ich in dem Browser dieses Localhost 8080 eingebe, dann kriege ich den Inhalt zurück, der hier in diesem App-Ordner drin liegt, weil ich den ja statisch über Express ausliefere. Also ich spezifiziere nicht irgendwie, was ich tatsächlich irgendwie für eine Ressource haben möchte. Ich steuere nicht eine der direkten Routen an, die wir tatsächlich auf dem Server definiert haben, sondern ich gebe einfach nur diese URL ein. Ich spezifiziere nicht irgendwie ein bestimmtes Dokument. Ich könnte es Index-HTML-Dokument spezifizieren. Ups. So. Und Express schaut danach. In diesem App-Ordner gibt es da irgendwie das Dokument, was angefordert wird und liefert uns das zurück. Das heißt, wir haben so einen Mini-Webserver schon mal für eine HTML-Webseite alleine durch dieses statische Routen von den Anfragen in diesen App-Ordner hinein. Damit wird der Client umgesetzt, der Code ist vorhanden und kann im Browser ausgeführt werden. Und was wir dann zusätzlich machen in dieser Mini-Anwendung ist, wir definieren weitere Routen, mit denen wir dann nicht mehr über die Browser-URL-Zeile mit diesem Server interagieren, sondern das ist der Bereich, mit dem dann später der Client, den wir hier in diesem App-Verzeichnis implementiert haben, mit unserem Server sprechen wird. Also hier definieren wir, so wie wir das gerade bei diesem Hello World Beispiel gemacht haben, die Routen, mit denen diese Mini-REST-like-Schnittstelle von unserer Anwendung funktioniert. Und was sind die Sachen, die hier definiert werden? Wir können eine neue Datei erstellen, wenn wir über das Put-Verb diese Route aufrufen. Wir können eine bestimmte Datei anfordern, wenn wir über das Get-Verb diese Route aufrufen und können den Inhalt von einer Datei verändern, wenn wir über Post diese definierte Route aufrufen. Sie sehen hier dieses Doppelpunkt ID und Doppelpunkt Content, das sind Platzhalter. Diese Route wird immer dann ausgeführt oder aufgerufen, der Callback, der dahinter steht, wenn über die HTTP-Schnittstelle eine URL aufgerufen wird, die zum Beispiel so ausschaut, localhost 8080 für unseren Port, dann File für diese Route und dann irgendetwas. Also das hier muss eingegeben werden und dann darf ein beliebiger weiterer Text oder eine beliebige weitere Datei oder sowas folgen. Und Express ersetzt dann für diesen Parameter diesen Inhalt oder ersetzt speichert diesen Inhalt in einer Variable, die dann ID heißt, die wir in der Verarbeitung von der Anfrage dann gezielt auch identifizieren können. Sehen Sie hier, hier ist der Callback definiert, Request und Response. Das heißt, wenn diese Anfrage beim Server eingeht, wird diese Funktion hier aufgerufen und wir können über dieses Mal das Request-Objekt, also das Objekt, was die Anfrage vom Client definiert, auf die Parameter zugreifen. Das ist alles das, was irgendwie in dieser URL über diese Doppelpunkt-Platzhalter definiert ist. Und dann zum Beispiel auf die ID, die wir hier als Platzhalter definiert haben und wissen dann, was ist dieser Teil von der Anfrage-URL. Das Gleiche machen wir auch bei der Post-Anfrage, mit der wir eine neue Variante von der Datei auf den Server überspielen wollen. Wir haben diesmal dann wieder die ID und dahinter dann noch irgendwie den Text dieser Datei, die wir überschreiben wollen, als zusätzlichen Parameter. Also wir bauen uns diese Schnittstelle zusammen in Express, indem wir die entsprechenden Routen definieren und in den Callbacks handeln wir dann die entsprechenden Anfragen des Clients. Das ist einmal das Erstellen von einer neuen Datei, das Auslesen von einer Datei, die schon auf dem Server existiert, und das Aktualisieren von einer Datei mit Inhalten, die der Client zusätzlich schickt. Die Identifikation von dem Dokument erfolgt immer über diesen ID-Parameter.
im Fall von diesem Post-Request wird dann zusätzlich der neue Inhalt von der Datei auch noch dran gehängt. Was macht der Server dann? Der Server erstellt eine neue Datei und schickt den Inhalt oder eine Repräsentation von dieser Datei zurück als JSON an den entsprechenden Client, der diesen Aufruf gestartet hat. Wenn wir eine Datei anfordern, die schon existiert, dann schauen wir nach, ob die schon existiert, lesen auch wieder den Inhalt aus und schicken den zurück an den Client. Und diesen Zugriff auf das Dateisystem, also diese wirkliche physikalische, diese Datei, die irgendwo auf Ihrem Server liegt, die ist gekapselt oder der Zugriff ist gekapselt in diesem Data Storage Modul, das wir hier oben importieren. Wenn Sie da reinschauen, dann finden Sie da drin die eigentliche Funktionalität, um auf diese Datei tatsächlich zuzugreifen oder um überhaupt dieses Dateisystem tatsächlich zu nutzen. Also da wird wieder Gebrauch gemacht von diesem File System Modul, was wir als Systembibliothek importieren können. Da wird jetzt in diesem Fall wieder mit den Sync-Methoden, damit der Code ein bisschen übersichtlicher bleibt, merken Sie sich aber serverseitig lieber mit den Callback-Varianten arbeiten. Wir lesen zum Beispiel, wenn wir eine Datei laden wollen, über die ID den Inhalt dieser Datei aus. Der Dateiname, den wir beim Erstellen einer Datei verwenden, ist immer diese ID, die automatisch generiert wird, wenn ein neues Dokument auf dem Server erstellt wird. Und über diese ID können wir die Inhalte dann entsprechend auslesen. Das passiert alles in diesem Data Storage Modul. Da handeln wir den eigentlichen Zugriff auf den Ordner auf unserem Server, in dem diese Dokumente, die über die Webschnittstelle erstellt und bearbeitet werden, abgespeichert werden. Und in der Index-Datei gehen die Anfragen vom Client ein, also über diese entsprechenden Routen, und wir nutzen dann die weiteren Teilbereiche vom Server, also dieses Data Storage Modul, um diese Anfragen zu bearbeiten, die Antwort zu generieren. Das ist meistens dann diese Datei bzw. der Inhalt und schicken das zurück an den Client. Ich zeige Ihnen jetzt zuletzt noch, wie das Ganze im Client dann tatsächlich verbunden wird. Da haben wir ein Modul, das heißt Storage. Und was hier eigentlich passiert ist, wir haben drei Methoden. Eine Methode, um eine Datei zu erstellen, eine, um die zu laden und eine, die zu speichern. Und je nachdem, was wir machen wollen, schicken wir eine Fetch-Anfrage an die entsprechende URL. Die wird zusammengebaut aus dieser Base-URL und ja, den Routen, die wir definiert haben, beziehungsweise den IDs von dem konkreten Dokument, was wir anfordern wollen. Wir nutzen diese Fetch, API, um an unseren Server, der im Hintergrund läuft, die entsprechende URL zu schicken, beziehungsweise die entsprechende HTTP-Anfrage zu stellen, kriegen dann ein Ergebnis zurück. Das ist das, was über diese Send-Methode jeweils zurückgeschickt wird und verarbeiten die dann im Client. Also wir greifen im Client über AJAX bzw. Fetch auf die Routen oder Ziele zu, die wir selber in dem Server definiert haben. Server und Client sind zwei unabhängige Komponenten erstmal, die über diese HTTP-Schnittstelle, die wir sehr leicht mit Express definieren können, dann tatsächlich kommunizieren. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich das vielleicht mal selber im Code anschauen. Sie finden, ich zeige Ihnen das nochmal ganz kurz, eine sehr detaillierte Aufgabenbeschreibung auf der Seite regensburgerforscher.de. Also wenn Sie da auf Demos und Writer Online gehen, dann sehen Sie hier so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie sich diese Anwendung selber zusammenbauen können. Sie finden auch ein Starterpaket auf GitHub, was Sie installieren können, wo dieser Client-Code schon vorgegeben ist. Und wenn Sie das mal in Ruhe durchgehen und selber vielleicht so eine kleine Lösung implementieren, dann haben Sie schon so ein Grundgerüst, wie Sie mit entsprechenden Anpassungen dann vielleicht auch eine serverseitige Komponente für Ihre Abschlussprojekte tatsächlich implementieren können. Also das jetzt irgendwie so als Hausaufgabe, weil die Zeit um ist. Versuchen Sie das mal selber zu implementieren.
nehmen Sie dafür diese Schritt-für-Schritt-Anleitung aus der Kurswebseite und versuchen Sie dann eben diesen Writer Online, diesen Client mit einer eigenen serverseitigen Anwendung zu verbinden. Ich danke Ihnen jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es für diese Woche. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben zu den Themen oder zum Kurs, können Sie jederzeit uns auch im Chat erreichen oder mir eine E-Mail schreiben. Die Übungen, die jetzt gleich im Anschluss stattfinden, das haben Sie schon im Kanal, im Rocket Chat Kanal gelesen, funktionieren diese Woche ein bisschen anders. Wir haben zwei große Gruppen, in denen wir praktisch mit Ihnen arbeiten wollen, und alle Informationen dazu finden Sie im Rocket Chat Kanal und auch die Links zu den beiden Übungsgruppen, bei denen Sie sich dann eine aussuchen können, der Sie sich in dieser Woche anschließen. Vielen Dank nochmal und wir sehen uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit im Livestream. Auf Wiedersehen und ja, das war's.